Hey ho, Halloween. Schatzi war auf Reha irgendwann das Jahr und ja, zu Halloween hat sie ein paar ihrer Kurkollegen eingeladen. Mein Kurschatten. Ja, von wegen. Mein Kurschatten kommt. Ja, und wir machen halt ein bisschen Party. Halloween Party, ganz einfach. Schauen wir erstmal hier, was es gibt. Dazu einen kleinen Rückblick zu gestern und dann schauen wir, wie weit wir heute schon sind. Hier die Schweinshäcksle, jetzt eben am Vortag von Halloween schon vorbereitet. So wie wir sie letztens in dem Video auch hatten, mit den Kräutern schön eingesalzen, einvakuumiert und morgen kommen die dann ins Sous-Vide-Bad. Schön Schweinenacken, Zwiebeln und Knoblauch haben wir komplett in der Küchenmaschine im Thermi klein geschreddert, klein gemust. Ja, und jetzt ist hier rein. Dann tun wir jetzt noch schön Salz und Pfeffer mit dazu und dann Buttermilch, dass es schön bedeckt ist. Das ist auch schon einfach neu. Einfach neu, ordentlich Salz drüber. So frei nach Gefühl. Ja, okay. Also mehr. Na, das sieht gut aus. Gute Menge und Pfeffer. Gut, das reicht auf alle Fälle. Hoi, 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 hoi. Schatz, ich glaube, du hast das Schaschlik verpfeffert. Ist mir wurscht, sagt sie. Jetzt könnte man noch passierte Tomaten mit hinzutun, wenn man möchte. Oder einfach nur die Buttermilch. Schatz, möchtest du noch passierte Tomaten hinzuschmeißen, wenn wir welche haben? Ja, nein, vielleicht. Braucht man nicht. Nein. Also, dann kommt bloß noch die Buttermilch hinzu. Warte. Ja. Ich mache die Buttermilch dabei auf und fülle dann, wenn es drin ist, alles. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Da kommt jetzt noch der Deckel drauf, beziehungsweise der Boden, weil das ist ja eine Tortenform. Und dann darf das erst einmal schön bis morgen durchziehen. Oh. Und ja, aber nett. Woran man erkennt, dass man genügend Zwiebeln klein gehäckselt hat, das verrate ich euch jetzt nicht. Und jetzt wieder zurück zu morgen. Ja, ins normale Video. Oh. Da liegen schon die Spieße bereit zum Spießen für die Schaschlik. Die wird es zuerst geben. Und huibu, hier haben wir die ganzen Häcksler drin. Ja, habe ich extra noch so eine große GN-Schale, GN-Behälter gekauft, dass wir in Zukunft vielleicht auch mal größere Sachen machen können. Ganz genau. Aber jetzt schauen wir mal ganz naus. Ah, wir können doch noch kurz noch Schaschlik geben. Mm. Darf ich jetzt wenigstens also, randalieren, so wie ich will? Du kannst jetzt randalieren, wie du möchtest, mein Schatz. Weil ich mache jetzt mal ein paar Außenaufnahmen. Schön spießen. So Leute, jetzt bin ich immer noch nicht rausgekommen. Aber die Schaschlik sind mittlerweile fertig gespießt. Was ist das hier? Was ist das hier? Ah! Heider, nein, jetzt ist es schon ganz schön dunkel geworden hier. Kann man da überhaupt noch was erkennen? Oh Schatz, willst du da rein? Ja, warte, ich mach dir auf. Freund. Ja, wie gesagt, ein bisschen Halloween-Deko.
Patricia, bist du überhaupt die Patricia? Einmal im Jahr nicht schwinken müssen. Hockst du bei deinem Freund? Das ist mein Freund, ja. Ist das der Dirk? Nein. Dirk ist doch auch so ein Klappergestell. Darf ich Angst, dass die mir noch nicht bringen? Also hock mal jetzt und rauch dir. Was werde ich immer los zum Rauchen? Also du musst genau zum Rauchen rein. Ich rauch jetzt auch nicht. Bist du schon mal rein? Ich hab doch schon. Jetzt war nichts dabei drin. Freunde, die Ruhe vor dem Sturm oder auch Raucherpause genannt. Ja, die sind alle gerade draußen und ich werde uns jetzt gleich hier die Schaschliks auflegen. Ja, und es wird bloß ein bisschen gefilmt, weil zu viel Filmen heute, ja, die haben alle soweit nichts mit YouTube eigentlich am Hut. Und ich wollte euch ja hauptsächlich zeigen, dass wir was machen und was wir machen. Und ja, ich glaube schon, das kriegen wir hin. Und Probiererle mache ich auf alle Fälle mit. Ja, so schaut's aus. Habt ihr Hunger? Ja. Also ich hab's jetzt gerade nochmal umgedreht, aber... Ja. Habt ihr da draußen auch Hunger? Selbstverständlich. Du? Ja. Also, ausrauchen, reinkommen, essen. Nochmal umdrehen brauchst du nicht mehr. Nein, ich tue sie jetzt runter. Warte. Ich beobachte jetzt einfach mal, wie das Essen weniger wird. Der Nudelsalat, nein doch. Das ist ja auch. Da grinst du. Salat aus in dem Fall. Ja. So, geht's. Gibt es noch Gurke, oder? Gurke. So wie die jetzt schon reinschaufeln, bleibt mir dann die Spanferkel übrig. Man muss auch schneller trinken. So Leute, dann probieren wir mal, wie der Schaschlik heute geworden ist. Also in Buttermilch eingelegt, Salz, Pfeffer, Zwiebel, Knoblauch, ja, mehr auch nicht. Was ist das für Fleisch? Schweinenacken. Super. Total zart. Einfach nur genial. Boah, danke. Ist super. Gut. Mhm. Aber dann brauchst du immer Steuerwasser rein. Mhm. Sechs Wochen. Nein, Sauce, Barbecue. Moin. Mhm. Kriegt ihr nebenbei noch einen Ton raus? Schmeckt, ja, ja. Schmeckt sehr gut. Super. Sehr viel Lob. Einwandfrei. Aber ich komme jetzt viel zum Reden, ich muss essen. Immer dasselbe mit denen. Okay, Leute, wir lassen es uns jetzt schmecken. Und ja, ich hole euch dann später wieder hinzu, wenn die Häcksler auf den Grill kommen. Leute, ich hab die Schweinshäcksle geholt. Da geht's um die Spanferkelhaxen. Ja, und die kommen jetzt hier. Aber der ist halt schon drin. Schön auf die Glut. Eine Seite direkt, andere Seite. Weil ich hier durch die Kalt, ich krieg jetzt Kotzen. Ja, und dann grillen wir die so weit. Dann darfst du eines nicht, beispielsweise. Der Knaus hat dann halt Stück für Stück ein bisschen umgebaut. Holen jetzt in der Mitte links und rechts die Häcksler verteilt. Ja, Schatzi, was machst du da? Sie kann's. Schüren. Auch Frauen können grillen. Yes. Ja, schaut euch mal den Haufen hier an. Ist das jetzt okay? Ja. Hauptsache immer schön Glut. Ja, ab und zu muss man Kohlen reintun. Ja. Du kannst da jetzt Hilfe hat. Durch, Mensch. So, jetzt, danke. Das ist ein Verkehr, das ist ja abartig. So, ist das jetzt okay? Was randaliert die hier eigentlich so rum? Laufschleuse. Jetzt werde ich hier schon von der Gästen misshandelt. Aber wenn wir bewegen müssen wir uns. Oh. Ja? Oh. Es ist kurz vor Einschluss. Ja. Ja. Gott sei Dank hast du kein Ronzen drin. Da geht's zu, Leute. Hammer. Aber ich glaube, die Häcksler werden der größere Hammer werden. Was? Also ihr wisst ja Bescheid, wenn es schwarz wird, ist er schuld. Ja.
der kleinste. Der Kocek. Der Kocek. So, ich habe mir jetzt noch einen kleinen Schweinshaxe geschnappt. Weg, die kämpft mir. Und die restlichen wird sich gerade gestritten. Und jetzt gibt es noch mal eine kleine Schnürle. Ja, ich kenne das aber nicht. Ach so, nee. Heute eher Rosmarin. Also das schmeckt gut. Schauen wir mal. Also schmeckt voll lecker. Gerüstet. Mehl. Super. Aber ich bin ja echt Lecker. Der Kuchen ist ein Tiramisu. Was haben wir da? Das ist besser. Ein leckeres Tiramisu. Yum, yum. Schatzi, ist da ein Bus drüber gefahren? Ja, der gelbe Stadtbus hat ins Tiramisu gestreust. Ja, aber das ist so. Das ist beim Tiramisu so. Das ist so, das gehört so. Das versteht jetzt keiner. Das muss ja keiner verstehen. Ab in Hals. Teller, bitte. Ich krieg Tiramisu ins Gesicht. Nein, das macht's nicht. Das ist zu wertvoll. Tiramisu ins Gesicht, das mache ich jetzt. Pass auf, Andrea, pass auf, dass du keinen Kampf da nicht kriegst. Lecker. Lecker schmeckt Tiramisu, so als Nachtisch optimal. Danke. Der Rudi will nix. Fazit noch zu der Schweinshäcksler. Dieses Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich etwas viel Salz erwischt. Zu süß oder was? Aber ansonsten waren sie hervorragend. Ja. Und dann würde ich jetzt auch schon das Video beenden. Ich danke euch, dass ihr alle da wart. Wollt ihr irgendwie noch was sagen? Gut war's, geil war's. Wir kommen wieder. Sehr schön, ja, sehr schön. Wieder. Lecker war's. Jo. Okay, Leute, wir sehen uns. Tschaikowski.